Willkommen zurück bei Let's Play Splinter Cell mit mir, Nefkaro. Oh, an dieser Stelle hatte ich wohl Schluss gemacht. Anscheinend werden wir immer noch verfolgt. Okay, gucken wir uns nochmal um. Das Wochenende ist fast vorbei. Morgen ist wieder Schule und dem, was ihr zu tun habt. Haben wir den Codlock denn? Ja. 97531. 97531. Die Musik jetzt so abgeht, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall waren wir hier. Und ich bin halt Bälle. Keine Basketbälle. Ich bin halt extravagant hier runtergekommen, weil das muss jetzt einfach sein. Oh, schlechter Wort. Boah, wunderschön, wunderschön. Jetzt halt neben uns, den will ich auch noch reinmachen. Ist mir beim ersten Mal spielen gar nicht so oft gefallen. Oh, der war schlecht. Zu viel Schmackes. Naja, egal. Hier liegt Munition. Das SC-20K vermute ich. Vermutlich. Das sind jetzt hier anmachen. Machen wir erstmal das Licht aus. Ja, genau wie ich meine. So. Na egal, morgen beginnt halt wieder Schule und je nachdem, was ihr zu tun habt, sind wir. Okay, na, dass die Musik jetzt so ist, kann ich leider nichts dran ändern, weil ich jetzt auch nicht glaube. Vielleicht legt sich das ja gleich wieder. Hoffe ich doch. Ich meine, wir sollen uns den jetzt noch entdeckt haben. Bitte. Ah, okay, der. Der Typ. Ich bin hier drin, hat das Licht wieder raus. Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken. Sie sind so gut, aber aus dem Weg! Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken! Komm, komm! Okay, die jagen uns wohl die ganze Zeit hier. Und jetzt ist das auch wieder normal. Ja, Hammer. Da habe ich doch mal richtig dicke abgefällt. Brauche ich doch jetzt mal einen Notspeicherstand. Falls ihr nichts hört. Ja. Das ist natürlich jetzt Hammer. Ja, dann haben wir jetzt wohl ein HP-Problem. Ich bin auch am Anfang hier reingeprischt, viele. Besenkte Sau. Na, muss man jetzt gucken, wie wir damit klarkommen. Ja, wenig Munition für SC-20K, nicht gut gewesen. Hey, das ist doch richtig. Okay. Ich hab schon gedacht. Letzte Woche Kanonen, jetzt sind es Haftminen. Ich nehme halt, was man mir gibt. Du bist ja wie besessen. Sind doch cool, die Dinger. Ja, aber gefährlich, wenn wir zu viele davon nehmen. Die sollen ja auch gefährlich sein. Mein Gott, das sind Minen. Mach die wieder an! Okay, der kommt jetzt hier rein. Dafür nehmen wir dann wohl... Pistol. Ah, wir haben wohl Medipacks. Oh, die Frames. Oh, die gerade so runtergehen, das wusste ich jetzt auch gern. Ah,
hier liegt. Ja, das war schwammig, unintelligent gelöst. Nee, war mindestens genauso schlecht gelöst. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier diese zwei Spinner. Gibt's hier nicht ein Objekt oder so, was ich schmeißen kann? Natürlich nicht. Tja, scheiße. Was war das? Hier liegt ein Toter. Hier liegt ein Toter. Also das war jetzt mit hoher Gewalt das Ganze gemacht. Naja, jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Das war nicht so Sam Fisher-like. Nun ja, egal. Ein Problem weniger. Na geil. Warum die hier die ganzen Typen um die Ecke batzen, das wüsste ich aber schon gern. Was ist denn hier? Oh ja geil, Abstellräume sind immer gut für Medipacks. Oder in unserem Fall für gar nichts. Ich habe schon viel zu viel Munition verschossen. Ist hier noch irgendwo was, was man benutzen kann? Irgendwas, was nicht kaputt ist. Da liegen Objekte. Hier einmal die Cola-Dose, da einmal die Cola-Dose. Nun gut. Ja, das war jetzt natürlich. Und jetzt? Aha. Okay, der erste Abschnitt ist wohl... Wir haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Wall aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Wäre ein Versuch wert. Ja klar, immer die ganzen Hacker. Alter, Falter. Wer ist morgen? Das war scheiße von mir. Okay. Was ist das? Das war doch elegant gelöst, oder? Ausnahmsweise mal. Aber dass der mich nicht sehen konnte? Naja, ne? Mal sehen die einen im dicksten Licht nicht und mal sehen sie einen im hellen, ja, im dunkelsten Dunkel. Ja. So. Warum ich mir die Speichersticks nicht angucke, habe ich früher nicht getan, halte ich für unnötig. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Information geben, die man gebrauchen kann. Ich denke eher nicht.
Also vielleicht tun sie das ja, aber man braucht es halt nicht. Ist jedem überlassen, was tut, ob was nicht tut. Ich brauche es jetzt nicht. Ja, Hammer. Ich wollte eigentlich Waffe wegstecken. Das fluppt manchmal so, weil wenn man Shooter gewöhnt ist, ne? Numlock, beziehungsweise die Tasten über WASD und so weiter, weißt du? Dann, du versuchst einfach damit Waffe zu wechseln. Das ist halt, wenn du Shooter spielst, ist es einfach normal. Theoretisch kannst du ja auch das Mausrad dafür verwenden, aber finde ich eigentlich nicht so sinnvoll. Oh, der Schatten. Also manchmal sind die Schatteneffekte echt nice. Ist halt Auflösung. Oh, da sind sie. Hier ist so ein Minenfeld vor, oder? Gucken. Oh Gott. Jetzt explodieren wir. Bumm. Puff. Peng. Nein, doch nicht. Krasse Scheiße, okay. Wie geht das mit denen nochmal? Nein. Jetzt explodieren wir. Ja. Bumm. Okay. Bei grün. Bei grün. Rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün. Wir explodieren, oder? Ah, komm schon. Komm schon. Jetzt aber. Ja. Ist nicht ganz einfach. Ich würde jetzt gerne mit denen reden. Ich brauche einen Codeschlüssel. Wir haben keinen. Warum sollte ich das glauben? Es gibt eine Bombe. Was? Spitznats haben sie gelegt, um die Datenarchive zu zerstören. Na toll. Wenn sie explodiert, fliegen die Gasleitungen und das Gebäude in die Luft. Wie komme ich dorthin? Sie brauchen den Schlüsselcode für die Tür. Ich glaube, er lautet 33575. 33575. Können wir ja auch nachlesen. Grimm hat sich die Gebäudedaten angesehen. Die Geschichte mit der Gasleitung hält uns auf. Bin schon auf dem Weg. Beeil dich. Du hast nicht viel Zeit. Bin schon auf dem Weg. Beeil dich. Du hast nicht viel Zeit. Ja, und ich bin denen genau in die Arme gelaufen. Die hätten mich auch mal vorwarnen können, ne? Ja, wie machen wir das? Ja, Hammer. Ich hab die Zeit für sowas nicht. Warum auch immer, das SC20K ist und bleibt das Beste. Nein, nein, nein! Scheiße, und dann auch noch. Überall diese Kack. Oh Mann, oh Mann. 33575. 3, 3. Die haben hier bestimmt auch alles zugemint. War doch so klar, oder? Komm, Sammy Boy. Boah, verflixt nochmal hier. Komm schon, 53 Sekunden.
Oh Gott, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Entschärfen Sie die Bombe im Archiv. Okay. Oh, die wollen mich doch flachsen, oh Gott. Komm schon. Komm schon, Sam. Komm schon. Ja, es ist hier Zeit. Ist ja nicht wichtig. Oh nö, komm schon mal die Tür auf. Fischer, die Zeit wird knapp. Du musst... Ey, das ist so schlecht. Ja, nochmal laden. Drei, drei, fünf, sieben, fünf. Drei, drei. Nein, komm. Fischer. Hätte ins Auge gehen können. Die Sache hat einen Haken. Wo war unser letztes Speicher an? Dort hätte hier sein können. Gucken wir mal. Ich mach das nur, damit wir... Ich habe mich in die... Okay. Komm schon. Ach, sorry, dass ich gerade so still war. Aber das will ich doch ein bisschen besser lösen hier. Jetzt komm, Sam, halt dich daran fest. Rüber da. Und entschärf die. Sehr schön. Diesmal ohne Lebensenergieverlust. Gute Arbeit, Fischer. Danke. Hätte ins Auge gehen können. Oh, die Sache hat einen Haken. Ich habe mich in die Energiesysteme gehackt. Irgendjemand hat die Stromzufuhr der Feuerschutztür unterbrochen. Du wirst die Türen also nicht öffnen können, bis du die Quelle der Störung gefunden hast. Okay. Details auf deinem Offset. So, wir haben wieder fast volle Lebensenergie. So, gucken wir mal. Stromzufuhr, Feuerschutztüren wieder her, indem sie in Zugriff Sicherheitskasten hinter dem Hörsaal verschaffen. Okay. Kommen wir denn zu dem Spinner rein? Ha.